Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Habe ich narzisstische Eltern? Vorweg freue ich mich, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren. Dann kann ich Sie immer am Laufenden halten mit den neuesten Videos, die laufend ins Netz gestellt werden. Und ich danke vorab schon für Ihr Feedback. Ist mir wirklich ganz wichtig und ich freue mich über alle Feedbacks, die laufend reinkommen. Narzisstische Eltern ist ein Horrorszenario, wenn beide Eltern narzisstisch sind. Und das Glück ist, die gute Nachricht ist, wahrscheinlich sind nicht beide Eltern narzisstisch. Und ich bin der einzige Nicht-Narzisst. Ja? Weil wenn beide Eltern narzisstisch sind, bin ich wahrscheinlich auch narzisstisch. Warum? Weil ich hätte sonst gar keine andere Chance gehabt zum Überleben. Oder ich bin so schwer bedient, dass ich keinen Kontakt zu den Eltern habe, dass mir ganz schlecht geht und dass ich irgendwie innerlich alles das, was die Eltern tun und tun wollten mit mir und so, total ablehnen und genau das Gegenteil mache. Gibt's auch. Meistens ist es so, dass einer von den Eltern narzisstisch ist, meistens eher der Vater, weil früher waren meistens Männer narzisstisch, mittlerweile haben Frauen ja aufgeholt, im Guten wie im Schlechten leider, so wie überall. Und die Frau war dann eher, also die Mutter war dann eher nicht narzisstisch, sondern hat den Vater eher codependent, also co-abhängig unterstützt, dass er voll seinen cholerischen Wahn ausleben konnte und narzisstisch agieren konnte. Und die Mutter hat keine andere Chance gesehen, als wie depressiv das Ganze zu unterstützen, still mitzutragen und dadurch auch zum Mittäter, zur Mittäterin eben zu werden. Der Vater, der eben narzisstisch agiert hat, hat eben alles despotisch und undemokratisch bestimmt, entweder, oder er hat sich ganz bewusst zurückgehalten, hat alles über die Mutter gespielt und die Mutter hat dann versucht, alles das auszuführen, was der Vater wollte, damit ein Frieden ist in der Familie, unter Anführungszeichen, ja, fauler Friede, aber immerhin. Und dann könnte es so gewirkt haben, wie wenn beide narzisstisch sind. Die Mutter hat aber aus Angst das alles ausgeführt, weil sie sonst irrsinnige Probleme gekriegt hätte und weil das ganze Familiensystem sonst aus dem Fugen geraten wäre, und dadurch hat sie quasi die Befehle, die sie von ihrem Mann erhalten hat, dann eben erfüllt. Gut, meistens eben, also alle, die im Jahr, also im vorigen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, also vor 1970 geboren sind, kann man davon ausgehen, dass die fast immer nur narzisstische Väter gab, ja, und ganz selten, ganz, ganz selten narzisstische Mütter. Diese narzisstischen Väter haben in den Kindern seelische Wunden geschlagen, indem sie selber nicht so sein durften, wie sie eigentlich sein wollten. Sie konnten sich selber nicht so entwickeln, diese Kinder, und das sind wahrscheinlich dann Sie, die jetzt sich das Video anschauen, sie konnten sich nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln wollten. Sie sind immer in Abgrenzung zum Vater oder aus Vorsicht, dass da nicht was Schlimmeres passiert, haben sie den Weg des geringeren Widerstandes gewählt und haben dadurch versucht, in der Familie zu überleben. Oder, andere Variante ist, sie sind total auf Konfrontation gegangen und haben ganz bewusst nicht so gemacht, wie die Eltern wollten. Ja? Und dann heißt dann nachher, ne, dieses Kind hat gar keine Pubertät gehabt, weil das Kind und der Jugendliche sich so versucht hat, so vorbeizuschlängeln, damit es überlebt, weil Widerspruch wäre Selbstmord gewesen, es wäre unmöglich gewesen, keine Chance. Das heißt, die Pubertät konnte nicht stattfinden im Elternhaus, weil der Vater das despotisch brutalst unterdrückt hat und die Mutter eisern hinterm Vater gestanden ist, weil das so üblich war und weil das so notwendig war. Andere Variante eben, kompletter Ausbruch, komplett das Gegenteil. Da ist dann auch der narzisstische Vater dann ohnmächtig. Aber zum Preis, dass der Jugendliche sich so anders entwickelt, also in totaler Abgrenzung, dass es überhaupt keine Berührungspunkte mehr gab mit der Familie. Gibt's auch heute noch. Immer wenn eine Pubertät extrem hart ausfällt und extrem das Gegenteil ist von dem, was die Eltern erwarten, dann heißt das, ich als Jugendlicher habe null Spielraum, um auch nur irgendwie
mich auch wahrnehmbar zu machen und um mich bemerkbar zu machen. Also ich zähle nichts. Und wenn die Schule dann auch noch eine sehr leistungsbetonte Schule ist, wo ich auch nicht vorkomme und nicht in meiner Art gesehen werde, werde ich wahrscheinlich die Schule abbrechen oder werde ich einfach versuchen, irgendwie an der Schule vorbeizukommen, solange es geht, unten durchzufliegen. Wenn es nicht mehr geht, dann bin ich eh draußen. Aber dass ich so irgendwie durch die Schule irgendwie durchkomme und irgendwie durch die Familie durchkomme, ist so der Mittelweg, den gibt es natürlich auch. Das sind dann wirkliche Lebenskünstler, also Hut ab vor all denen, die unter härtesten Bedingungen die Schule geschafft haben, immer am Durchfallen waren, immer eben die Klasse fast nicht geschafft haben und dann doch geschafft haben und die sich zu Hause total einsam gefühlt haben, total verzweifelt waren, dass sie zu Hause wie als U-Boot leben mussten. Ja? Das ist wirklich eine harte Partie, wenn das so gewesen ist. Und die haben eben versucht, diesen Mittelweg zu gehen. Da gab es dann meistens die Mutter, die dann noch versucht hat, der Jugendlichen oder dem Jugendlichen noch irgendwie was Gutes zu tun und heimlich, wenn der Vater nicht da war, zu unterstützen. Es kommt aber dann sowas Doppelbödiges raus, so Doppelmoral, immer was im Geheimen zu tun, immer was versteckt zu tun. Sobald der Vater dann wieder da ist, ist dann die Mutter anders gewesen. Das hat natürlich dann der Jugendliche kapiert, hat das dann irgendwie versucht zu kompensieren, hat sich aber irrsinnig innerlich verunsichert gefühlt und geärgert, ohnmächtig gefühlt. Und daraus kommen dann diese ganzen ambivalenten Gefühle, aus denen später dann auch Borderline entsteht, ja? Weil ich nicht gelernt habe, grad fühlen zu dürfen in der Jugend. Ja? Ich habe dauernd versuchen müssen, ums Eck zu fühlen, damit ich noch irgendwie durchkomme. Weil der Vater ganz was anders wollte als die Mutter. Ich aber als Jugendlicher mitbekommen habe, die Mutter muss so tun, damit es mein Vater klappt. Also muss auch ich als Jugendlicher so tun, damit es klappt, weil ich sonst keine Chance habe. Und das rennt natürlich unbewusst. Das rennt nicht so jetzt, wie wir es jetzt da besprechen, weil sonst wäre es ja leicht gewesen. Sonst könnte ich mich ja damals viel, viel besser abgrenzen. Weil ich das aber nicht konnte, ging es dann darum, irgendwie so zu tun, als ob. Und dann kommen viele Patienten zu mir in die Praxis und sagen, ich lebe jetzt da als Erwachsener immer noch so, als ob. Ich kann gar nicht so sein, wie ich bin, auch wenn ich gerne so sein würde, wie ich bin. Und ich habe sogar schon ein bisschen ein Gespür, wie ich sein möchte, wie ich bin. Das funktioniert nicht, weil ich immer wieder selber das Gefühl habe, nein, das geht ja nicht. Ich kann ja gar nicht so sein, wie ich eigentlich sein wollen würde. Also ich komme dann ganz durcheinander mit meinen Gefühlen, weil ich eben aufgrund von diesem narzisstischen Vater und der co-abhängigen, unterstützenden, dependenten Mutter überhaupt nicht mich entwickeln konnte. Und jetzt, wenn ich jetzt die Pubertät irgendwie geschafft habe, habe ich dann als junger Erwachsener zwei Möglichkeiten. Entweder ich wäre auch narzisstisch, so wie der Vater, gilt sowohl für Frauen als auch für Männer, um quasi das auch als Erfolgsmethode zu verwenden, um Karriere zu machen, mir meine Beziehungsstrukturen so zu gestalten, dass ich immer oben bin, dass ich immer meine Sachen durchsetze, total unempathisch, wie es dem anderen geht, aber ich hole mir dann auch nur die Beziehungen und Freunde, die auch wieder dependente Strukturen mögen und wo ich dann eben gestalten kann auf Kosten der anderen. Dann bin ich genauso narzisstisch und habe das einfach halt eins zu eins übernommen und denk mir, erfolgreiches Leben, alles wunderbar und habe trotzdem einen Hass auf meinen Vater, bin aber ganz genauso wie mein Vater. Das gibt's leider immer wieder. Die andere Variante ist, wenn ich merke, um Gottes Willen, ich will nur nie so sein wie mein Vater, das halte ich überhaupt nicht aus, dann wäre ich eher ein Stück so wie meine Mutter, kann auch als Sohn so sein, nur merke ich dieses Dependente, das zieht mich so runter, wenn ich es bewusst habe und das will ich dann oft nicht und dann kommt dieses Ambivalente raus, dieses das nicht und das nicht und dieses Herumeiern und dieses, wenn ich was habe, das dann sofort wieder in Frage stellen und wieder verlieren und danach wieder nichts mehr haben, das ist der häufigste Weg leider. Und dann tun sich die jungen Erwachsenen wahnsinnig schwer, einen eigenen Weg zu gehen, weil eigentlich der Vater ihnen den Willen gebrochen hat. Ja? Sie sind wie Vögel mit
zerbrochenen Flügeln, die auch nicht mehr gut geheilt sind, und die fliegen dann schon irgendwie, aber einfach halt wirklich schlecht. Ja? Und dann braucht es eigentlich eine Operation, dass die Flügel wieder gescheit sind, und dann muss ich fliegen lernen und dann kann ich erst fliegen. Als junger Erwachsener. Vorher wird das immer ein schiefes Fliegen sein. Vorher stehe ich immer schief da. Und das ist wirklich erschütternd, und deshalb sind auch so viele junge Erwachsenen, tun sich so schwer mit Beziehungen und kämpfen sich so durch, weil sie das alles dann wieder in Frage stellen, weil dann alles wieder kaputt wird, weil alles wieder scheinbar nicht hält. Da ist kein Boden, ja. Und wenn da ein Boden wäre, dann könnte ich wenigstens sagen, okay, ich baue jetzt drauf auf. Was muss ich jetzt tun, um da rauszukommen, wenn ich solche narzisstischen Eltern, narzisstischen Vater vor allem hatte? Es geht da um Nachreifung, je nachdem, welche Richtung ich habe. Also erste Richtung ist, ich wäre genauso narzisstisch wie der Vater. Zweite Richtung ist, ich wäre so ambivalent, komisch. Ich weiß nicht genau, wo ich hin soll und wie das alles werden wird. Und das nimmt mir wieder den Boden und den Füßen weg, dann brauche ich einen Boden. Und dritte Variante, ich wäre auch so dependent wie meine Mutter, kann auch als Sohn sein. Ja? Also wäre auch so unterwürfig, abhängig machend, selbst keine eigene Meinung habend, weil ich merke, das ist einfacher. Dann nehme ich das an, was mir die anderen sagen, mein Chef oder auch eine dominante Freundin oder Frau dann, und eigentlich komme ich da ganz gut durch. Ist jetzt, sage ich mal, nicht der schlechteste Weg, nur spiele ich halt das fort, was ich in meiner Kindheit und Jugend gelernt habe, und reife dadurch nicht wirklich. Ja? Und ich muss bei allen drei Wegen, brauche ich eine Nachreifung, weil es mir in der Kindheit und Jugend aufgrund vom Vater nicht ermöglicht wurde, normal zu reifen. Erster Weg, ich muss raus aus dem Narzissmus, da gibt's ohnehin genug Narzissmus-Videos von mir und auch tausende andere. Dann der zweite Weg, dieses ambivalente Nachreifen, die gebrochenen Flügel, da braucht's wirklich eine Operation, dass die Flügel wieder passen, dass ich wieder gerade stehen kann. Und das heißt, übersetzt, ich muss lernen, neu zu fühlen, neu wahrzunehmen, eine Festigkeit zu bekommen und innerlich eine Klarheit zu finden, was ist meins, unabhängig von meinem Elternhaus und unabhängig von Einflüssen oder von Eindrücken oder Manipulationen von anderen. Und der Weg 3 ist, wenn ich eben in einer dependenten, abhängigkeitshörigen, manipulativ abwertenden Haltung drinnen bin, dass ich für mich mal überhaupt mal einen Selbstwert finde. Den brauche ich beim zweiten Weg, beim Ambivalenten auch, ja, und beim ersten eh auch, ja. Aber am meisten brauche ich, wenn ich so in dieser abhängigen Struktur bin, ist mein Selbstwert am kaputtesten, ja, und den muss ich dann am meisten aufbauen, am meisten erarbeiten. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie trotzdem einen Zugang zu Ihren narzisstischen Eltern finden, weil die können auch nicht anders. Sie haben es selber wahrscheinlich auch von ihren Eltern nicht anders mitgekriegt. Und nur ablehnen hilft jetzt auch nichts, sondern das, was diesen Eltern, vor allem dann den alt werdenden Eltern hilft, ist einfach ihnen zu sagen, das und das, also je nachdem, in welche Richtung ich dann gegangen bin, macht mir bis heute zu schaffen, nur damit ihr das wisst. Ja, es war auch euer Verhalten, was mich dazu gemacht hat. Ich verurteile euch dafür nicht, weil ihr habt es hoffentlich nicht absichtlich gemacht. Ihr konntet selber nicht anders. Aber es ist gut, wenn ihr es wisst, dass das bei mir ausgelöst hat. Ja? Und es ist nie zu spät, auch noch für alte Eltern sich zu ändern. Es ist nie zu spät, auch noch alt werdende Eltern, dass sie Dinge erkennen. Und das, was gar nicht geht, ist, wenn die alt werdenden Eltern immer noch im selben Modus weiterfahren und immer noch den mittlerweile längst erwachsenen Sohn oder die längst erwachsene Tochter immer noch behandeln wie ein achtjähriges Kind. Das geht nicht. Und da muss dann auch der erwachsene, junge, erwachsene Sohn oder Tochter dann sagen, sorry, liebe Eltern, das ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt da einfach eine andere Entwicklung und ich lasse mich von euch nicht mehr so behandeln wie damals. Und wenn ihr dann enterbt werdet, weil das geht so nicht und so, dann würde ich vorschlagen, davon will ich eh nicht eben profitieren. Weil ich habe lang genug gelitten, ich will lieber frei werden, als wie riesig erben. Oder auch Kleinerben, ist egal. Aber es kann nicht sein, dass ich wieder in eine Abhängigkeitsstruktur reingehe, nur um erben zu können. Das kann es nicht sein. Ja, ich wünsche euch
viel Kraft, dass ihr da gut durchkommt und dass ihr einen guten Dialog mit den Eltern seid. Vielleicht zeigt euch den Eltern das Video auch, vielleicht kommen die dann auch zum Nachdenken. Oft wissen sie es nicht, oft kapieren sie es gar nicht. Ja? Und vielleicht ist es ein Anstoß, um selber dann auch ins Überlegen zu kommen und in eine Verhaltensänderung reinzukommen. Alles Gute.